Liebe Genossinnen und Genossen, ja, es gibt Menschen in Deutschland, die haben gute Renten. Aber es gibt auch 3 Millionen Menschen nach ihrem 65. Geburtstag, die bereits heute in Altersarmut leben. 1,3 Millionen Männer und 1,7 Millionen Frauen. Ein besonderer Grund, warum wir Linken etwas gegen Altersarmut tun müssen. Und wir haben derzeit in vielen Städten die Situation, dass ihr alle immer mehr ältere Menschen seht, die sich gezwungen sehen, weil ihre Rente nicht zum Leben reicht, in Mülleimern nach Leergut wühlen zu müssen. Das ist eine Politik der unwürdigen Zustände. Und diese Politik, liebe Genossinnen und Genossen, die müssen wir endlich beenden. Und darum ist eine Stimme am 26. September für die Linke eine Stimme für eine Rentenpolitik nach dem Motto: statt Altersarmut Renten rauf. Und das geht. Es ist auch finanzierbar. Wenn wir das Rentenniveau wieder auf das Niveau anheben wollen, das im Jahr 2000 galt, bevor Gerhard Schröder und Joschka Fischer es in den Sinkflug geschickt haben, 53%, dann müssen durchschnittlich verdienende Beschäftigte nur 33 Euro mehr im Monat in die Rentenkasse einzahlen und ihre Chefin oder ihr Chef auch. Und wenn dann ein Riester-Vertrag bei durchschnittsverdienenden Beschäftigten vorhanden ist, kann der beitragsfrei gestellt werden. Die 4% kann man sich schenken, und dann hat man unterm Strich 90 Euro mehr im Monat in der Tasche. Und damit kann man machen, was man will. Man kann private Altersvorsorge buchen, man muss es aber nicht. Man kann das Geld ausgeben und die Massenkaufkraft stärken und die Nachfrage stärken. Und dann gibt es neue Steuern und neue Sozialbeiträge. Es ist finanzierbar, und es bringt was. Für jemanden, der oder die 45 Jahre lang durchschnittlich verdient hat und immer gearbeitet hat, also 45 Jahre Eckrentnerin, Standardrentner, gäbe das aktuell 133 Euro mehr Rente. Anders ausgedrückt, die Linke will innerhalb einer Legislaturperiode eine extra Anhebung der Renten um fast 10%. Und, liebe Genossinnen und Genossen, finanzierbar ist das alles auch, weil wir Linken endlich eine Erwerbstätigenversicherung einführen wollen. Alle Menschen mit Erwerbseinkommen sollen einzahlen, die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, aber natürlich auch Freiberuflerinnen, Freiberufler, Selbstständige, Beamtinnen und Beamte. Und als allererste, und da bin ich Dietmar Bartsch, unserem Fraktionsvorsitzenden, sehr dankbar, von dem stammte die Initiative, sollen Bundestagsabgeordnete endlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Das ist verfassungsgemäß möglich. Da haben wir ein Gutachten gemacht. Und damit das auch funktioniert, müssen wir die Beitragsbemessungsgrenze drastisch anheben. Ich sage, wer 14.000 Euro im Monat verdient, soll auch für 14.000 Euro im Monat Beiträge zahlen. Und die hohen Renten wollen wir dann am Schluss etwas abflachen. In diesem Sinne, liebe Genossinnen und Genossen, keine Rente erst ab 68, mindestens 1.200 Euro einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente. Machen wir das Land gerecht. Ich danke euch.